Hallo und moin moin. Es ist draußen herbstlich geworden. Das Wetter ist gar nicht so richtig gut. Es nieselt, windig. Mir ist ein bisschen kalt und deshalb gibt es eine Suppe heute bei mir. Und zwar eine Kürbissuppe. Hokkaido-Kürbis habe ich, eine rote Zwiebel. Knoblauchzehen, Ingwer für die Schärfe, damit ein bisschen Geschmack auch reinkommt. Und verschiedene Möhren. Das ist erstmal alles das, was ich kleinschnippeln werde. Und dann ab in den großen Topf damit. So, ich habe meine Hokkaido-Kürbis jetzt gewaschen, habe den Strunk und unten den Blütenansatz schon mal entfernt, damit er auch besser steht beim Schneiden. Hier waren so ein paar nicht so schöne Stellen, die habe ich schon mal rausgeschnitten. Und jetzt geht das los. Ich nehme immer mein kleines Hackebeilchen dazu, weil der ist ja nun mal etwas fester. Aber das Schöne ist eben, man kann oder man braucht diesen Kürbis eben nicht zu schälen, man kann die Schale eben halt mitessen. Deshalb nehme ich am liebsten den Hokkaido-Kürbis. So, jetzt kommt ein Löffel und dann wird erstmal das Kerngehäuse entfernt. Das geht eigentlich auch ganz schnell. Da ist nicht groß was zu beachten. Na, bleib mal da. Ja, so eine Suppe, die ist eben doch, weil im Herbst finde ich sowieso, dass man da mehr Suppen isst. Im Winter sowieso, also da gibt es dann öfter mal eine schöne Hühnerbrühe mit Nudeln drin oder mit Reis und so. Aber jetzt, wo die Kürbiszeit noch ist, ja, so eine schöne Kürbissuppe. Lecker, lecker. So, ich werde das mit der anderen Hälfte und dem anderen Kürbis jetzt auch noch machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Kürbisse sind jetzt sauber alle und jetzt geht's ans Schnibbeln in so Würfel von Zentimeter oder 1,5 Zentimeter groß sollten die sein. Je kleiner, klar, desto besser. Und das machen wir jetzt, beziehungsweise ich erstmal. Mein Kürbis ist, oder meine Kürbisse sind jetzt fertig geschnitten. Und weil das so schön ist, habe ich mir überlegt, ich werde sie gar nicht jetzt erst anbraten, sondern ich mache mal mit meinem Ingwer, dem Knoblauch, den Zwiebeln und den Möhren erstmal weiter und mache die auch erstmal in mundgerechte Stücke bzw. reibe den Ingwer. Also, auf geht's. So, zunächst fange ich mit dem Knoblauch an. Man könnte ihn jetzt auch schneiden, fällt mir gerade ein. Oh, ich reibe ihn jetzt weiter. Ups. Und wenn dann eben noch ein Stück übrig bleibt, dann wird dieses Stück dann eben geschnitten. So. Na komm her. So. Und dann nehmen wir den Ingwer gleich mit hinterher. Den Rest, was jetzt hier übrig bleibt, das werde ich dann fein schneiden. Denn ich will ja nicht meine Finger da mit drin haben. Ne, das wollen wir nicht. So.
Also schneiden wir das. Ist ja nicht so, als ob wir das nicht klein kriegen würden. So. Yep. Das wäre Nummer 2. Jetzt die Zwiebel. Fertig. Da sieht man mal, wenn man das richtige Werkzeug hat, wie schnell das geht. Ne? So, dann hätten wir das auch fertig. Da ist das Tellerchen zu klein, macht aber nichts. So, und jetzt schälen wir schnell noch die Möhren. Ich habe meine Möhren jetzt schon mal geschält und die gehen jetzt einmal ganz schnell über meinen Hobel drüber weg. Ich habe jetzt deshalb 3 unterschiedliche Sorten Möhren mitgenommen, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Mal gucken, ob sich die Farbe bzw. auch der Geschmack so ein bisschen ändert, wenn da jetzt nicht also ganz normale Möhren nur drin sind, sondern eben die gelben und die roten mit dazu. Lassen wir uns mal überraschen. Oh, das sieht doch gut aus. Eine Probe. Kann man essen. So, ich mache jetzt mal weiter und dann geht's weiter am Herd. Ich habe jetzt schon mal einen Topf hier aufgestellt, einen ziemlich großen. Da habe ich drin ein bisschen Margarine, ein bisschen Butter und ein kleines bisschen Öl, damit mir das nicht gleich verbrennt. Das lasse ich jetzt noch mal schön heiß werden. Ja. Und da kommt jetzt, wer hier soll das anders sein? Ja, Kürbis. Da hat sich ein Stück versteckt. So. Und das wird jetzt kurz angeschwenkt. Ich sage jetzt mal so 5 Minuten. Da gibt es schon das ein oder andere Röstaroma nochmal. Und ich finde, das muss bei meiner Suppe so sein. So, also sehen wir uns in 5 Minuten wieder. 5 Minuten sind um und ich gebe jetzt meine schönen bunten Möhren hinzu. Meine Zwiebeln, Knoblauch und den Ingwer. Na, geh raus. So. Einmal wieder umrühren. Ich finde, hier gehört einfach Knoblauch rein und ach, das duftet. So. Und jetzt einfach nur ein bisschen Gemüsebrühe auflösen und hinzu damit. So. Und jetzt lassen wir das so lange kochen, bis das Gemüse schön weich ist und
Dann geht es weiter. So, das dauert so ungefähr Pi mal Daumen 30, 40 Minuten. Und dann kann ich bald essen. Lecker, ich liebe diese Suppe. Nach 35 Minuten, meine Suppe ist fertig. Und jetzt nur noch pürieren. Und dann kommt noch ein bisschen Sahne rein. Und dann sind wir schon fertig damit. Also, das duftet. Oh, lecker, lecker, lecker. Was ich euch noch zeigen wollte, ich röste hier schon mal so ein paar Kürbiskerne an. Die kommen dann oben auf die Suppe dann drauf. Das dauert aber noch einen Augenblick. So, Sahne habe ich schon dazugegeben und jetzt weiter pürieren und dann geht's los. So, ich habe mein Süppchen fertig. Freue mich riesig darauf. Habe jetzt ein paar Spritzer Sahne noch oben drauf gegeben, die gerösteten Kerne und das Dunkle ist Kürbiskernöl. Und jetzt probieren. Sehr gut. Genau das Richtige bei dem Wetter. Sehr, sehr gut. Also, wenn euch mal kalt ist, eine Suppe, die geht immer. Und lecker ist außerdem noch. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video, Freitag. Und bis dann. Tschüss.